Die Edina, die hat mir ja schon einiges gelehrt über biologische Naturgesetze und so weiter und so fort. erste Story war mal gewesen, als sie ein halbes Jahr gewesen ist. Ich weiß nicht, wo sie dahin geraten ist. Die konnte ja von Anfang an immer raus. Ob sie in eine Tür geraten ist oder sowas. Jedenfalls waren die kompletten Hinterläufe hier. Hing das alles nur hinten runter. Zum Arzt geschafft, Röntgen lassen. Gemeint, hinten ist alles gebrochen. Ist wahrscheinlich in irgendeine Tür reingekommen oder irgendwas vom Auto angefahren, keine Ahnung. Und dann hat mir der Tierarzt, das muss ich ihm echt für gut heißen, ehrlich gesagt, also wir können sie operieren lassen. Das würde so 500-600 € kosten. Da macht er mir aber nicht viel Hoffnung. Wobei Katzen eher das Gefühl hat, dass das was wird, ist, wenn er es die Natur selber machen lässt. So waren seine Worte gewesen. Da habe ich damals gedacht, hä? Gibt es denn das? Also sie ist jetzt 13, das war vor 12,5 Jahren ungefähr gewesen. Da hat er gesagt, dass die Natur das vielleicht dreimal besser kann, als wenn man da irgendwie operieren würde. Ja, da habe ich mich damals von meinem Arbeitsdienst suspendieren lassen. Habe Urlaub genommen, habe 3 Tage lang zu Hause mich um die Katze gekümmert. Nonstop. Ja, alles was ging. Und nach 3 Tagen, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, fängt die auf einmal wieder an rumzuhumpeln. Ja, das war das erste Ding, was sie mich gelehrt hat. Und neulich war es so gewesen, dass sie mir mit ihren Augen was lehren konnte. Geschichte war folgende. Mein Vermieter, der hier unten drunter wohnte, hat sich eigentlich Zeit seines Lebens um Edina gekümmert. Wenn ich früher auf Arbeit gegangen bin, war er da gewesen, hat hier aufs Haus aufgepasst und sie ist dann früh immer mit ihm tagsüber ist ihre Runden gelaufen. Es war dann also in der Umgebung, haben dann die Leute gesagt, das wäre dann praktisch seine Katze. Die haben die Katze gar nicht mit mir in Verbindung gebracht, sondern haben gemeint, ja, die schwarze Katze gehört zu ihm. Ja, und dieser Vermieter hatte vor, Moment, das war nicht letztes Jahr, nicht letztes Silvester, also nicht vergangenes Silvester, sondern das Silvester davor, hatte er einen Schlaganfall bekommen. Und zur selben Zeit hat dann bei der Eddy, also von meiner Seite her das rechte, also von ihrer Seite aus das linke Auge, ist trüb geworden. So komplett trüb. Es war dann so gewesen, dass er über ein Jahr lang im Pflegeheim gelegen hat nach diesem Schlaganfall. Das Pflegeheim, das ist ja nur ein paar hundert Meter weit entfernt. Er ist also energetisch immer da gewesen, aber sie hat ihn nie gesehen. Und sie ist immer rumgerannt und hat ihren Partner gesucht oder ihre, was er als Mutter angesehen hat. Oder vielleicht hat sie es auch als Kind angesehen. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob Eddie rechts- oder linkspfötig ist. Wer sich da mit Naturgesetzen auskennt, der weiß, worauf ich hinaus will. Jedenfalls von ihrer Seite aus das linke Auge hat es erwischt. Und dann ging das echt über ein Jahr. Also vorletztes Silvester hat es angefangen. Da ist das linke Auge immer trüber geworden. Es ist so weiße Flüssigkeit, hat sich drauf abgesetzt und ist dann immer so tränenweise rausgetränt. Und mir war dann aber schon irgendwie klar, weil ich ja von den 5 biologischen Naturgesetzen schon was gehört habe, dass das irgendwas mit dem aus dem Auge verlieren Konflikt zu tun haben könnte. So, bin also diesmal nicht zum Arzt gegangen, habe irgendwelche Salben oder sonst was ins Auge geschmiert, sondern habe versucht, ja, den Konflikt auszustehen. Dieses Silvester, also Anfang diesen Jahres, ist der Vermieter dann gestorben, ist also energetisch komplett gegangen. Dann ist es nochmal kurzzeitig ganz schlimm geworden, da war das Auge komplett zu gewesen, weiß. Also in der Nacht hat man dann nur noch ein weißes Auge blinken sehen, also ein Auge blinken sehen, das andere überhaupt nicht mehr. Und jetzt haben wir es Mai, also Januar, Februar, März. Und jetzt ist alles wieder in Ordnung. Das Einzige, was noch zurückgeblieben ist, ist eine ganz kleine Narbe. Kannst du mal das Auge ein bisschen aufmachen, Eddie? Also so ein ganz, ganz kleiner Punkt ist noch zu sehen. Hier irgendwo. Ich schätze mal, das wird dann so die Narbe sein, die dann auf der Hornhaut oder keine Ahnung, wo das dann entstanden ist. Helft mir mal bitte, wenn ihr euch da richtig auskennt, zurückgeblieben. Und ja, sie hat den Konflikt verarbeitet sozusagen. Ja. Bin gespannt, was man noch alles beibringen kannst. Das war der Erfahrungsbericht bezüglich jemanden ganz Wichtigem aus den Augen verlieren, obwohl er energetisch noch da ist. Okay, das war's erstmal. Bis später.
Ach ja, noch etwas. Das ganze Zeug ist ja nicht unbedingt auf meinem Mist gewachsen. Ich habe da ein sehr, sehr gutes Gefühl dabei, wenn ich das nach der Art und Weise anwende. Aber natürlich ist der Herr Harmer dafür großenteils verantwortlich, dass ich an die Infos gekommen bin. Und jetzt endlich ist es endlich soweit. Seine zwei Standardwerke, ne, Vermächtnis der neuen Medizin und auch Teil 2, wo es dann um Psychosen und so weiter geht, das gibt es jetzt endlich als PDF. Ich weiß nicht, ob es legal oder illegal ist, ist mir scheißegal. Bei solchen Infos, tja, die müssen frei sein. Ne? So. Die anderen Wutausdrücke, die verkneife ich mir mal jetzt. Lange haben wir drum gekämpft. Ich weiß es nicht, wer es geschafft hat, das online zu stellen. Aber hier in dem Video unten drunter gibt es den Link dazu. Alles klar. So viel erstmal dazu und bis später.